Also zu unserem Antrag, den wir stellen wollen, ne? So, sind wir schon online? Schon lange. Dann, das haben wir einfach das Problem mit der ganzen Thema. Das ist unfair. So. Wir sind ja nur ein paar Sekunden online. Also, dann diskutieren wir nämlich gerade über unsere Anträge fürs Plenum. Und der einzige Antrag, meine ich, der in unseren Bereich fällt, ist Rückstellung RWE. Ja. Da geht es um die Entsorgungsrückstellung für die Atomkraftwerke, um es laienhaft auszudrücken. Ich weiß nicht mehr, wie der Titel war. Und wer redet eigentlich dazu? Machst du das? Das werde ich wohl tun, ja. Okay. Ich suche den gerade mal. Also ich habe den Antrag mir angeschaut und habe keine weiteren Fragen dazu auch eigentlich. Ja, also der Punkt ist einfach der, dass RWE gesagt hat, sie haben kein Geld für die Atomrückstellungen. Das ist interessant, weil sie ja vor einigen Jahren noch zweistellige Milliardenbeträge im Vierteljahr verdient hatten. Wo ist das ganze Geld hin? Jetzt haben sie angeblich nichts. Es gab auch eine Gesetzesänderung, dass die auf Bundesebene, dass diese Rückstellungen, die sie bilden sollen, für die Atommüllentlagerung irgendwie anders anwilligt und aufgelöst werden können. Die haben das Gesetz irgendwie geändert und jetzt hat RWE plötzlich kein Geld und sagt, sie müssen durch Braunkohleverstromung erst das Geld verdienen, das sie brauchen, um den Atommüll entlagern zu können oder auch zwischenlagern zu können. Das ist natürlich eine Erpressung im Zusammenhang mit der geplanten Abgabe, Klimaschutzabgabe von Gabriel, die inzwischen ja auch vom Tisch ist, wo sogar die Grünen, die das jetzt zurückgezogen haben. Im Moment ist da alles ein bisschen in der Schwebe. Wir haben in Nordrhein-Westfalen halt viele Kommunen, die Anteilseigner von RWE sind. Die haben so Aktientausche gemacht. RWE ist zum Ausgleich dann auch in den Stadtwerken irgendwie beteiligt. Da gibt es eine Verbandelung unterschiedlicher Größenordnungen. Und ja, wenn RWE jetzt erst noch Geld verdienen muss und Rückstellungen bilden muss, obwohl sie das Geld eigentlich vorher schon mal hatten, und gleichzeitig also auch die Aktienkurse von RWE weiter fallen, hat das Ganze Auswirkungen auf die Finanzen der Kommunen, eben weil sie an RWE beteiligt sind. Die haben ihre RWE-Beteiligung auch ganz unterschiedlich in den Büchern stehen. Dortmund hat das zum einen damaligen Einkaufspreis drin stehen, also die Kursschwankungen, die es inzwischen gab, die Aktie ist ja mal hochgegangen und dann ist sie wieder gefallen, die sind da gar nicht berücksichtigt. Die können das also, so wie es jetzt in den Büchern steht, ist es ein einigermaßen realistischer Wert. Essen dagegen hatte, als die Kurse gestiegen waren, diese Kurssteigerungen bilanziert, also ihre Werte, ihre Aktienpakete höher gesetzt und dann sind die wieder gefallen. Jetzt durften sie fast 1 Milliarde Euro abschreiben und sind pleite. Stadt Essen ist im Prinzip pleite dadurch. Ja, also diese Atomstiftung bedeutet also ein finanzielles Risiko für die kommunalen RWE-Anteilseigner und die Landesregierung muss da eben Vorsorgemaßnahmen prüfen. Darauf läuft unser Antrag hinaus. Die sollen sich endlich mal dazu stellen. Das ist nicht einfach nur eine rein kommunale Angelegenheit, weil letzten Endes nachher über die Kommunalaufsicht und über die Bezirksregierung und den Sparkommissar, der eingesetzt werden muss, wenn RWE da pleite geht, dann auch das Land wieder gefragt ist. Die Bezirksregierungen, die diese Sparkommissare einsetzen, sind ja Landesbehörden. Und es wäre ganz schön, wenn die schon mal vorher ungefähr wissen, auf was sie sich da größenordnungsmäßig einlassen oder einzustellen haben. Darum geht's. Ja, danke schön. Ja, das kommt ins Plenum. Du redest und wir haben dieses Mal kein extra Braunkohlestopp-Antrag trotz der G7, aber das greifen wir sicherlich an anderer Stelle nochmal auf. Wir haben ja fast jedes Plenum einen Braunkohle-Antrag bisher gehabt. Ja. Ja, nicht ganz, aber fast. Und bei uns bleibt es nach der Sommerpause bei dem Antrag zum Landesluftverkehrskonzept. Ja, gibt es sonst noch was für dieses Plenum? Winnie. Ich hätte noch eine Frage dazu. Und zwar hast du schon mal mit den Kollegen von der Wirtschaft drüber gesprochen, also unseren Piraten,
was für Alternativen sich eventuell anbieten, was für Perspektiven, wenn RWE so argumentiert, dass sie vor der Pleite stehen, so haben die Banken auch reagiert. Also RWE argumentiert nicht damit, dass sie kurz vor der Pleite stehen, dann könnten sie den Laden tatsächlich auch sofort dicht machen. Das Ganze geht denen einfach darum, dass sie mit ihrem Geschäftsmodell so weitermachen wollen wie bisher. Einfach weiter, so lange wie es eben geht. Und die Augen davor verschließen, dass es eben so nicht weitergeht. Und das ist zum Teil halt dann auch ein Bundesgesetzsache. Also wir können das ja eigentlich nur ausbaden, was sie auf Bundesebene verbocken. Alternativen und so, weiß ich nicht. Wir wissen ja gar nicht, was wirklich kommen wird. Das Einzige, was ich sehen kann, ist, dass man echt RWE sterben lässt und dass die Kommunen sehen müssen, dass sie ihre Anteile so schnell wie möglich loswerden. Aber das ist wirklich ein Problem, was sie haben. Die haben jetzt Anteile und wenn sie die auf den Markt werfen, dann kackt der Kurs ab. Der fällt ins Bodenlose. Das im Moment will keine RWE-Aktien kaufen. Unser Antrag läuft einfach nur darauf hinaus, dass die Landesregierung mal sagen soll, wie sie sich das vorstellt. Wie will sie darauf reagieren, auf die absehbare Entwicklung? Haben Sie überhaupt einen Plan? Ist Ihnen überhaupt klar, was da kommen wird? Oder machen Sie auch Augen zu und weiter so? Also eigentlich ein sehr unideologischer Antrag. sonst noch was fürs Plenum? Dann gehen wir mal kurz die Ausschüsse durch. Moin. Das ist oben. Achso, da ist es das. Okay. Gut. Wir im A02 haben wir am Donnerstag Sitzung. Wir haben allerdings intern noch gar nicht über die Sitzung gesprochen. Ich habe dort mal die Tagesordnung ins Protokollpad kopiert. Wir haben beantragt Verfahrensstand der Landesbauordnung. Wir kriegen diverse Berichte und haben diverse Anträge. Welche Anträge haben wir denn überhaupt? Ist da überhaupt ein Antrag dabei? Nee, ist kein Antrag dabei? Okay. Wir haben noch interessant, finde ich, Vorstellung der Regionale 2016. Nehmen wir mal an, das wird eine Präsentation. Regionale finde ich doch wirklich sehr spannend. Ja. Gerade wo ich jetzt letztens im Rhein-Sieg-Kreis war. So, der nichts mit der Regionale zu tun hat, aber egal. Doch, Landesregierung muss innovative Modelle zur Finanzierung und zum Bau von Bundesfernstraßenprojekten voranbringen. Das ist ein Antrag gewesen, glaube ich, zu der Zeit, wo ich nicht im Plenum war und wo der Stefan zu gesprochen hat. Das war ein umgekehrtes Verfahren, okay, gut, wo nicht gesprochen wurde. Na gut, dann werden wir das ja im Ausschuss den ersten Aufschlag haben. Wir haben zwei Anhörungen anstehen, am 23.06. Dämmern und am 15.09. autonomes Fahren. Jeweils um 14 Uhr, beide Anhörungen sind öffentlich. Jetzt übergebe ich am Stefan, der zu den einzelnen Punkten vielleicht noch was sagen kann. Gut. Ja, in der Tat, der eine Antrag liegt vor. Ursprünglich sollte beim letzten Plenum, wo Oliver ja noch nicht dabei war, der Tagesordnungspunkt 2 behandelt werden, Antrag der CDU. Stefan wollte dazu sprechen, dann wurde kurzfristig aufgrund der Abwesenheit des Ministers, glaube ich, dieser Antrag ins umgekehrte Verfahren gekippt während des laufenden Plenums, womit wir uns einverstanden erklärt hatten. Dieser Antrag ist im Grunde nicht besonders der Rede wert. Er wird aber in Verbindung mit dem Tagesordnungspunkt 3 Bericht Fratscher-Kommission dann doch wieder spannend, weil die Fratscher-Kommission ist im Grunde die Vorlage für diesen Antrag der CDU. Die Fratscher-Kommission hat ja mit der CDU erstmal nicht so viel zu tun. Es ist eine Idee des Bundeswirtschaftsministeriums gewesen. Und in dieser, für alle, die es draußen nicht wissen, ganz kurz, die Fratscher-Kommission diskutiert mögliche Modelle zur Tüchtigung und zum Erhalt und zum Ausbau der Infrastruktur in Deutschland und spricht hierbei insbesondere auch alternative Finanzierungsgrundlagen an. Das ist eine Neuformulierung für
zum Beispiel und im Wesentlichen öffentlich-private Partnerschaften, also ÖPP oder Public-Private Partnership-Projekte, PPP-Projekte. Der aktuelle Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Herr Pegel, Minister in Mecklenburg-Vorpommern, hat bei einer Sitzung letzte Woche allerdings sehr genüsslich darauf verwiesen, dass die Fratsche-Kommission für ihre eigenen Positionen und Forderungen sich auf den Bundesrechnungshof bezieht, das aber nur tun kann bis zur Feststellung des Bundesrechnungshofes, dass es ein Infrastrukturproblem gibt. Es aber nicht mehr tun kann, ab dem Moment, ab dem die Fratscher-Kommission die ÖPP-Modelle favorisiert, weil das steht in dem Bericht des Bundesrechnungshofes nicht nur nicht, sondern dort wird sogar explizit vor, werden die schlechten Erfahrungen mit ÖPP gegen weitere ÖPP-Modelle ins Feld geführt. Also das entspricht eine spannende Debatte. Und ich bin gespannt, wie sich der Minister dazu verhält. Ich glaube, er ist da am Donnerstag. Zumindest habe ich noch keine anderen Informationen dazu bekommen. Müsste da sein, ja. Weil vorher eine Veranstaltung stattfindet. Okay, gut. Und ist dagegen. Genau. Ich habe nämlich den Eindruck, also was ich von Herrn Pegel, eben Ministerkollege von Herrn Groschek, gehört habe, das sind durchaus, ist dieselbe Partei, aber es sind durchaus unterschiedliche Eindrücke. Und da würde mich schon interessieren, wie Groschek sich dazu stellt. Das bedeutet, dass wir im Laufe dieser Woche uns noch mal genauer mit der Fratscher-Position zu beschäftigen hätten. Die anderen... Darf ich da ganz kurz... Ich glaube, unsere Aufgabe wäre es ja nochmal, die Position nicht nur des Ministers herauszuarbeiten im Verkehrsausschuss, sondern wirklich eine offizielle Position der Landesregierung zu haben. Ja. Weil der Herr Minister Groschek erzählt viel, aber es ist leider auch viel Rhetorik. Welche konkreten Positionen er vertritt, diese Antwort bleibt er dann oftmals schuldig. Okay. Also daher würde mich schon interessieren, was da abgestimmt ist und was nicht. Also dass das eine Privatmeinung ist, der er aber nicht folgen kann, scheint offensichtlich zu sein. Wir müssen mal gucken, was wir aus ihm rausleihen, was er dann so als Minister und was er als Oberhausener zum Besten gibt. Aber das sind, also ich glaube, diese beiden Tagesordnungspunkte 2 und 3 versprechen spannend zu werden. Die anderen Tagesordnungspunkte sind meines Erachtens relativ langweilig. Tagesordnungspunkt 1, da geht es um die Verordnung über die Zuständigkeiten auf den Gebieten des öffentlichen Straßenpersonenverkehrs, also Busse im Wesentlichen und Straßenbahnen und des Eisenbahnwesens, das sind alle schienengebundenen Verkehre. Ich bin mir nicht sicher, ob es da um ein Einvernehmen oder nur um ein Benehmen geht. Im ersten Fall müsste es dazu eine Debatte und eine Entscheidung geben, im zweiten Fall müsste es nur eine Information geben. Tagesordnungspunkt 4, Baustellenmanagement auf Autobahnen in Nordrhein-Westfalen, liegt mir noch keine Vorlage vor. Ich glaube, dass die diese Tage noch, vielleicht ist heute nicht was gekommen, egal. Wir hatten diesen Tagesordnungspunkt schon in verschiedenen Überschriften auf verschiedenen Ausschussterminen, verspreche ich mir nicht so richtig viel davon. Vielleicht geht es wieder um eine Kritik am Landesbetrieb, ich weiß es momentan nicht. Tagesordnungspunkt 5, Forschung der Regionale 2016. Es geht hier lediglich um eine Berichterstattung der Geschäftsführerin des Regionalbüros, der Regionalagentur, Frau Schneider, da über die verschiedenen Parteien, Fraktionen und Regierungskonstellationen hinweg die Regionalen als Erfolgsmodell verstanden werden, gehe ich nicht davon aus, dass es hier zu kontroversen Debatten kommt. Zur Erklärung, die Regionale ist ein Projekt, das seit 10 Jahren oder seit länger sogar schon durchs Land geht. Es gibt einzelne Regionen, die im Zuge dieser Regionalen besonders in den Fokus gestellt werden. Die letzte Regionale 2013 war Südwestfalen, ne? Oder war das schon 2010? Ja, dann 2010 war dann Bergisches Land Köln, meine ich. Also es läuft so durchs Land. Und aktuell ist eben Regionale 2016 Westmünsterland.
Und entsprechend sitzt Frau Schneider auch dort. Für die Regionale gibt es kein eigenes Budget, außer für die Geschäftsführung. Das heißt, alle Projekte, die im Rahmen der Regionale gefördert werden, werden über reguläre, sowieso vorhandene Mittel gefördert. Es gibt nur eine bestimmte Förderprivilegierung für regionale Projekte. Spannend ist das Verfahren, das in den Regionale etabliert wurde, nämlich ein mehrstufiges Projektauswahlverfahren bis hin zur Zuwendungsreife. Das finde ich zwar aufwendig, hat sich aber hinsichtlich der Qualitätssicherung und des Monitoring und der Übertragbarkeit von Schritten wie ich finde, gut bewährt. Deswegen freue ich mich auf diesen Bericht. Es wird natürlich weniger ein Bericht als vielmehr eine Selbstbelobigung sein, aber gleichwohl könnte da was dahinter stehen. Der Tagesordnungspunkt 6 wurde, wie Oliver gesagt hat, von uns beantragt, Verfahrensstand Landesbauordnung. Ich befürchte, wir kriegen keine neue Information. Wir warten mit dem lapidaren Hinweis auf, ist in der Mache, wir informieren euch, wenn was zu informieren ist, abgespeist. Und das, obwohl der Minister uns für März versprochen hatte, den Referentenentwurf vorzulegen. Aber es gibt nach Aussagen des Ministeriums Ressortabstimmungsprobleme, die dazu geführt haben, dass noch gar keine Verbändeanhörung stattgefunden hat. Also, und die Verbändeanhörung... Genau, also wir werden am Donnerstag versuchen müssen, vom Minister eine Aussage dazu zu bekommen, was denn das Problem eigentlich sei. Immerhin ist ja die Landesbauordnung nicht erst seit gestern in der Überarbeitung, sondern seit inzwischen, ich glaube, 3 Jahren, also eigentlich schon die ganze Legislaturperiode und auch davor wurde schon darüber gesprochen. Es gibt einige bekannte Baustellen und es gibt vielleicht noch einige nicht so bekannte Baustellen. Bekannteste Baustellen ist natürlich der Paragraph 55 Barrierefreiheit, auch in öffentlichen Gebäuden, auch in nicht öffentlichen Bereichen öffentlicher Gebäude und so weiter. Aber es gibt auch viele andere Sachen, die was mit energetischer Sanierung zu tun haben, die was mit Stellplatzfragen zu tun haben, die was mit Neubauten in 34er Gebieten zu tun haben und solchen Sachen. Also es ist ein relativ komplexes Verfahren. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass das seine Zeit braucht. Aber inzwischen werden wir meines Erachtens zu lange hingehalten und bekommen keine Gelegenheit, uns konstruktiv an der Debatte zu beteiligen, sodass hier ein Konflikt zumindest billigend in Kauf genommen wird. Der Tagesordnungspunkt 7, Baukultur in Nordrhein-Westfalen, modulares Bauen, ist eigentlich eine Wiedervorlage eines Gesprächs, einer Debatte, die bei der letzten Sitzung aufgrund von Zeitmangel nicht stattfinden konnte. Ich weiß nicht, was wir da jetzt noch Neues erfahren sollen. Ich weiß auch nicht, was nochmal von der Landesregierung hier als Bericht vorgelegt werden soll. Alle Unterlagen wurden beim letzten Mal bereits kommuniziert. Es hat nur keine Debatte stattgefunden. Halte ich jetzt für nicht so herausragend. Ja. So, und dann kommt noch ein Bericht der Landesregierung zum Thema Richtlinien zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge. Habe ich keine aktuellen Informationen drüber, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist heute was rausgekommen. Darf ich noch? Ja, also es gibt einen Tagesordnungspunkt, den wir noch beantragt hatten, der aber unterwegs schon abgesetzt wurde. Das ist nämlich der Antrag gewesen, uns zum Stand der E-Scooter-Debatte zu informieren. Das hat das Ministerium sozusagen selbsttätig abgesetzt von der Tagesordnung mit dem Verweis, dass in Köln ein Gutachten erstellt werden solle, auf dessen Ergebnisse man warten wolle, bevor man mit eigenen Ergebnissen an die Öffentlichkeit oder an den Ausschuss tritt. Kann man kritisieren? Okay. Ja. Ich wollte noch mal zurück zu den Empfehlungen für die neue Planung des Straßenwesens. Also Tagesordnungspunkt 1. Ja, es ist eine Sache, dass man das mehr oder weniger parlamentarisch abhandelt. Ich allerdings finde in diesem Gutachten das ein oder andere durchaus bedenkenswerte.
Und es wäre doch nicht schlecht, wenn man unter den Verkehrspiraten mal ein Modell entwickelte, das man tragen könnte, so dann Auslagerung der Verkehrsplanung stattfinden wird oder würde. Ich denke da an zum Beispiel die Bahn oder die Post, die ja Formalita AGs sind, im Aufsichtsrat die entsprechenden Minister etc. pp. Und in der Richtung könnte man weiterdenken, denn die Planungswege sind zugegebenermaßen viel zu lang. Und alles, was da Verkürzung bringt, ohne die Demokratie auszuhebeln, wäre durchaus überlegenswert und wert von Piraten mal durchdacht zu werden. Kann man das nicht anstoßen? Zum Beispiel in der entsprechenden AG mit den Kollegen vom Land? Habe ich Piratenland? Noch keine, also ich habe keine Position das dazu. Das ist gewissermaßen eine Frage an Olli. Ganz kurz vielleicht zur Erläuterung. Also ein Gutachten liegt nicht vor. Also es gibt kein Gutachten, es gibt nur einen Entwurf einer Verordnung. Ja, genau. Also im Grunde, ich kenne nur die Empfehlungen sogar. Okay. Also parlamentarisch gibt es keine Zuständigkeit, aber das heißt natürlich nicht, dass es keine Debatte gibt. Klar. Ich habe den Entwurf tatsächlich noch nicht mir angesehen, den wir da... Liegt schon ewig vor. Okay. Ja. Ja. Dann habe ich ihn zumindest gerade nicht auf dem Plan. Ja. Tendenziell ist natürlich richtig, dass es wichtig ist zu wissen, oder dass es wichtig ist, auch politisch wichtig ist, wer die Zuständigkeiten Straßen, Personenverkehr und Eisenbahnverkehr hat, aber ich muss mir jetzt nochmal angucken. Kann ich jetzt gerade zunächst sagen. Also mein, der sicher ist es immer wichtig, darauf zu achten, ob über Zuständigkeitsverschiebungen demokratische Kontrollen ausgehebelt werden. Das Doof ist, wir haben es hier mit einer Verordnung zu tun und eine Verordnung ist per se das Gegenteil von Demokratie. Eine Verordnung ist eine Verordnung und damit ministerielles oder Regierungshandeln. Die bestenfalls, also im besten Fall das Einvernehmen des zuständigen Ausschusses braucht, im schlechtesten Fall nur das Benehmen oder noch schlechter einfach nur geschieht. Um echt zu sein, beim Lesen des Textes ist mir nichts aufgefallen, aber es mag sein, dass ich es einfach mit der Brille der, das ist eine Verordnung, nicht aufmerksam genug gelesen habe, mir ist nichts aufgefallen, was mich in Bezug auf Demokratiedefizite irritiert hat. Aber es ist auch wieder zwei Monate her. Ich meinte nur, wenn die Piraten mit einem eigenen Vorschlag in der Tasche dastehen, können sie ganz anders auftreten gegenüber der Öffentlichkeit und die nächste Wahl kommt bestimmt. Okay. Das war nur meine Anregung. Das war die Ausschusssitzung vom Donnerstag. Als zweiten Termin gibt es dann nächste Woche Dienstag die nächste Ausschusssitzung, Anhörung zum Thema Dämmwarnbremsen. Die Einladungen an die Sachverständige mit den dazugehörigen Fragen sind raus, schon seit geraumer Zeit raus. Es gibt noch keine einzige Stellungnahme, die zurückgekommen ist, aber wir haben auch noch eine Woche Zeit. Ne? Achso, und bis zum 23. Genau. 6. müssen wir von unserer Seite aus unsere Experten und die Fragen zum Thema autonomes Fahren fertig haben, was natürlich eine gewisse Herausforderung darstellt. Wir sollten das eigentlich nicht nächste Woche machen, sondern diese Woche, damit wir den anderen Fraktionen die Gelegenheit geben, noch für sich nachzulegen. Wir müssen damit rechnen, dass die anderen Fraktionen sich hier sehr zurückhaltend geben, also nicht besonders viele Sachverständige einladen, nicht besonders viele Fragen formulieren. Das heißt, wir müssen die Möglichkeit haben, gegebenenfalls nachzulegen. Und wir müssen uns noch ein Wording vorbehalten, wie wir das kommunizieren. Ich hätte Lust zu sagen, ist die Liste der von uns vorgeschlagenen Sachverständigen und dies ist die Liste der von uns den Sachverständigen vorab zu stellenden Fragen. Sollten sich die anderen Fraktionen
nicht mit eigenen Vorschlägen beteiligen, behalten wir uns vor, weitere Sachverständige und weitere Fragen zu formulieren. Irgendwie sowas. Wie doof, dass ich jetzt hier so drei Sitzungen diese Woche habe. Nicht nur drei, also drei Ausschusssitzungen. Naja, mal gucken. Bis zum 23. kriegen wir es hin. Gucken wir mal, ob wir das diese Woche geschafft. Dann gibt es noch was zum Dienstag, dann nicht mehr zum A02? Zum Sitzungstermin A02 generell gibt es nichts. Die sonstigen Aktivitäten des Ausschusses sind momentan auch eher bescheiden. Es gibt die Kommissionsfahrten, aber die sind so weit weg, dass wir sie heute noch nicht zu thematisieren brauchen. Winnie, ihr habt zur Kenntnis genommen, dass München erst im Frühjahr stattfindet, ne? So, dann können wir uns jetzt noch mal anhören, was es beim A17 gibt. Nix. Leider ist A18 ja nicht hier. Mangels Tagesordnungspunkten fällt die Sitzung des Umweltausschusses im Juni aus. Das Gleiche gilt für die Sitzung des Unterausschusses Klimaschutzplan. Damit ist mein Bericht für den Juni beendet. Ich dachte, wir machen jetzt Vorschläge. Interessant. Doch, bei uns ist die Sitzung wegen des Jump-Wings-Dings ausgefallen, aber nicht wegen zu wenig Tagesordnungspunkten. Ich kenne das im Forschungsausschuss, das ist uns auch schon mal passiert. Gibt es ja nicht. Naja. Ja, A18 können wir jetzt nichts zu sagen. Parlamentariergruppe Bahn fragen wir Stefan das nächste Mal nach. Er hatte ja eine Berlin-Reise. Warst du mit in Berlin? Ich war mit in Berlin. Mikro. Ich war mit in Berlin. Soweit ich das beurteilen kann, war das rausgeschmissene Zeit. Man möge mir es verzeihen. Abendessen kriegt jeder bestimmt auch. Und man muss sich nicht unbedingt eine Stunde von Herrn Pofalla belabern lassen. Mit unwichtigen Dingen, die also Nordrhein-Westfalen überhaupt nichts angehen. Grube ist nicht erschienen zum Dinner. Und im Bundestag, respektive im Abgeordnetenhaus, wurde auch nur gesprochen über Bundessachen. Ich war nicht dabei, Daisy durfte nämlich nicht rein. Ja, beim Grube war sie dabei, aber das hat ihr total den Atem verschlagen. Gut, ja, ansonsten außer Spesen nichts gewesen. Und das regt mich maßlos auf, dass gerade die Piraten da nicht mal im Parlament auf den Putz hauen und sagen, wir leben bitte schön im 21. Jahrhundert. Und derartige Sachen kann man auch anders regeln. Das ist reine Geldverpulverung. Und im Zweifelsfall können wir uns den Pofalla mal hier einbestellen. Dann haben wir nur einmal Reisekosten, noch nicht mal eine Übernachtung und wir erfahren denselben Mist. Danke. Herr Pofalla muss ja auch irgendwas tun. Der kriegt ja jetzt da. Ja, das kann man leider schon erwarten. Okay, gut. Dann reicht uns der Bericht auch soweit. Nur ein Hinweis. Manchmal braucht man auch solche. Eine klare Einschätzung, damit man weiß, was Sache ist. Ja, ich. Wenn solche Reisen nichts bringen, stehe ich nicht, dann werde ich sie sicherlich nicht verteidigen. Ja. Du warst auch in Berlin. Ja. Dann, ich war auch in Berlin und bei mir war es nicht nur rausgeschmissenes Geld. Ich hatte drei Termine, mehr ging nicht, sonst hätte ich noch ein paar mehr mitnehmen können. Meine Termin-Odyssee hat mittwochs am späten Nachmittag begonnen mit einer Veranstaltung von Pro Mobilität, wo ziemlich viele wichtige Menschen waren. Eine ärgerliche,
aber inhaltlich gute Sitzung, eben weil sie ärgerlich war. Es ging um Fratscher, es ging um ÖPP, es ging um Infrastruktur und es ging letztlich hinter jeder, wie auch immer formulierten Botschaft um Aufträge für die private Wirtschaft. Das war das Ärgerliche. Gut fand ich das Referat von Herrn Pegel, den hatte ich ja vorhin schon erwähnt, Minister in Mecklenburg-Vorpommern und aktueller Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz, der als einziger sich die Mühe gemacht hat, gegen die Fratscher-Kommission zu polemisieren und gegen die Heiligsprechung der DGES und gegen ÖPP und so weiter zu sprechen. Das hat er außerordentlich gut gemacht. Ich würde ihn gerne mal hier im Landtag als Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz mit Groschek zusammen in die Bütt schicken. Ein intelligenter und im besten Sinne witziger Mensch. Alle anderen waren ärgerlich bis überflüssig. Oliver Wittke war auf der Bühne und war voll im Wahlkampfmodus. Das war wirklich schlimm. Es gab niemanden, der ihm wirklich widersprochen hat. Frau Wilms als Obfrau der Grünen im Verkehrsausschuss, für den ja auch Oliver Wittke da war, ehemalige Ministerin für, ich meine, Umwelt oder sowas in Schleswig-Holstein, hat schön gegen verschiedene Projekte der Bundesregierung geätzt, war aber auch eben im Wahlkampfmodus letztlich. Frau Hagedorn von der SPD hat versucht, den Haushaltsausschuss zu retten, hat sowas wie Demokratie und das heilige Recht des Parlaments reklamiert, wohingegen alle anderen von der Überjährigkeit und von der Fondslösung geschwärmt haben und von der Sachgerechtigkeit der Ausgaben und der nicht legislaturperiodenabhängigen Finanzierung und all diesen Dingen, alles, was halt gerade diskutiert wird. Der Präsident von ProMobilität, Herr Fischer, ehemaliger Verkehrsminister in Niedersachsen, war noch dabei, der im Grunde in ähnlicher Weise gesprochen hat wie die anderen Verkehrsexperten auch. Das war der Auftakt meiner Odyssee durch die Tagungen in Berlin. Donnerstag und Freitag hatte ich dann ganztägig eine außerordentlich anspruchsvolle und mich gelegentlich, muss ich zugeben, auch überfordernde Fachveranstaltung Verkehrsökonomik und Verkehrspolitik. Das war immer dann spannend, wenn die Formeln auf eine Folie gepasst haben. Sobald das nicht mehr der Fall war, und das war gelegentlich so, wurde es dann schwierig zu folgen. Spannend, es gab einen guten Vortrag, Einstiegsvortrag von Corneo, den ich hiermit offiziell für die nächste Debattenrunde der Piraten als Pflicht kommunizieren möchte. Corneo ist Ökonom aus Italien, der an der FU Prof ist und der im letzten Jahr ein Buch als Autor geschrieben hat, Bessere Welt, und der als Kumpel von Piketty, heißt er Piketty oder Piketty, egal, also dieser Typ, der neulich da angetreten ist mit der Forderung, Kapitaleinkommen zu besteuern, damit die Differenz ausgeglichen wird. Corneo widerspricht nicht der Analyse von Piketty, aber er widerspricht der Therapie. Er sagt nämlich, wenn wir wirklich die höhere Rentabilität, also die höhere Kapitalrendite gegenüber dem durchschnittlichen Wachstum einer Volkswirtschaft so besteuern wollten, dass dieser Unterschied egalisiert wird, müssten wir eine Steuer bis 90% oder 100% auf Kapitaleinkommen durchsetzen. Und das sei erstens nicht durchsetzbar und zweitens würde es die falschen Signale hinsichtlich von Investitionsbereitschaft und sowas setzen. Er hat einen anderen Vorschlag gemacht, den hat er sehr gut ausformuliert. Diese Vorschläge wurden in der Presse als Aktienmarktsozialismus gehypt und ich finde, das trifft es auch ganz gut. Ich habe mich hin und wieder an Jan Kunerts Hybrid-System erinnert gefühlt, nämlich das öffentliche Unternehmen, kontrollierte öffentliche Unternehmen, gewissermaßen als Umverteilinstanzen, die Differenz von Kapitalrenditen und allgemeinem Wachstum an die Bevölkerung verteilen und so zu einem allgemeinen höheren Volkseinkommen für die breite Masse führen.
Ich finde, der lohnt sich als Debatte hier über Verkehr hinaus. Warum der eingeladen war in einer Verkehrskonferenz, hat sich mir nicht ganz erschlossen. Ja, aber es war gleichwohl ein toller Einstieg und es gab in der Veranstaltung mehrere gute Vorträge und ich habe ein paar Ideen mitgebracht für kleine Anfragen, für Anträge und so weiter. Hat sich also schon gelohnt. Donnerstags abends hatte ich noch einen anderen Termin, nämlich bei der KfW, wo es den KfW Award gab mit Preisträgern und so weiter und Feierlichkeiten. Könnt ihr morgen auf NTV sehen, da gibt es irgendwie so eine Sendung, wo wir dann alle zwangsverpflichtet wurden zu lächeln. Es gab einen Vertreter aus NRW, den ich erkannt habe und mit dem ich kurz immerhin die Hand schütteln durfte. Das war Alexander Richter vom VDW als Mitglied der Jury, die Preisträger ausgewählt hat. Das war mein Berlin-Trip. Also nicht ganz so überflüssig wie deiner. Kurze Nächte, schlechtes Essen, aber sonst okay. Dankeschön. Die ganzen Empfehlungen, wer welche Position bezieht, konnte ich jetzt nicht komplett im Protokoll mitschreiben. Ausgerechnet das nicht verkehrspolitisch relevante, Personenempfehlung von Herrn Corneo inklusive der Buchempfehlung, wo ich auch nachgeblättert habe, dass ja die nicht nur bessere Welt heißt, sondern auch noch hat der Kapitalismus ausgedient. Steht drin. Ich glaube, die beiden Tagesordnungspunkte 2 und 3 im Ausschuss kriegen wir dann damit gut hin. Gut, das musst du uns vielleicht nochmal dann als Sprechzettel oder sonst was darlegen, zumindest dann auf diese beiden Dinge da untergebrochen, auf die beiden Tagesordnungspunkte. Und ansonsten ist uns das ja wertvoll für die weitere Behandlung. PPP wird uns noch ein bisschen verfolgen bis zum Ende der Legislaturperiode. Kurz Info zur Enquete-Kommission. Da suchen wir derzeit sozusagen die Gutachter für die Gutachten raus. Die nächste Sitzung ist am 19.06. Und eine öffentliche Anhörung zum Thema Drittnutzerfinanzierung gibt es am 21.08. Dann gibt es Veranstaltungen, auf denen ich war. Ich überlege gerade, was waren denn in den letzten zwei Wochen? Am Samstag war ich in Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, zu Besuch bei der Fraktion der Linken, Fraktion Freie Wähler Piraten. Da ging es um die Zukunft dieses Kreises, Rhein-Sieg-Kreis, vor allem des östlichen Rhein-Sieg-Kreises, der deutlich ländlicher Raum ist. Siegburg, Hennef und St. Augustin waren dann nur so am Rande dann noch Thema. Ich war zum Thema Infrastruktur eingeladen, auch zur Situation der Hausärzte im ländlichen Raum, wurde dort sehr viel konstruktiver und sachlicher berichtet und diskutiert, als ich das hier aus dem Landtag kenne. Insgesamt war das also sehr gut da, auch wenn es natürlich jetzt nicht mein Wahlkreis oder meine Region ist, war das eine ganz interessante Sache. Also ich habe da im Wesentlichen vorgestellt, was wir im Bereich Infrastruktur und natürlich vor allem ÖPNV mit Schwerpunkt ländlicher Raum hier machen und was vielleicht man in diesem Rhein-Sieg-Kreis tun kann. Ich habe auch irgendwie noch zwei, drei kleine Fragen mitgenommen, die wir dann hier noch behandeln können. Nichts besonders Kompliziertes, hoffe ich. Am Montag davor war ich in Köln zum Thema fahrscheinloser ÖPNV. Stefan war auch da. Es gab eine Podiumsdiskussion
auch zusammen mit den Linken des Kölner Rates. Es waren auch Vertreter, beziehungsweise es war die verkehrspolitische Sprecher der SPD da, Sprecherin. Es war der verkehrspolitische Sprecher der Grünen dort. Und insofern hatten wir dort zum Thema Fahrschein und ÖPNV eine ganz gute Diskussion, die mir sehr stark geprägt war von Fragen des Publikums, die aber sehr konkret und gut gestellt waren. Es waren also auch Vertreter von Bürgerticket Bonn und sowas vor Ort. Also es war gut besucht, hatte allerdings auch, war halt gut beworben, auch muss man dazu sagen. Ja, der Vertreter der KVB war sehr, sagen wir mal, zugänglich, auch wenn er natürlich nicht begeistert gesagt hat, Fahrschulose, ÖPNV, wir sind sofort dabei. Aber er hat sehr auf einem guten Niveau mit uns darüber diskutiert und debattiert. Und jetzt kann ich den Namen spontan, warte mal, der Name war... Ich kannte ihn vorher nicht. Ich habe noch die Namen alle vorher auswendig gelernt. Ah, okay, kriegen wir raus. Findet man auf der Veranstaltungsseite, steht das. Ja, von den Jusos war noch jemand auf dem Podium. Ja, das war gut soweit. Jetzt müssen wir schauen. Mensch, dann machen wir es vollständig. Und ach so, ja gut, das Symposium in der Villa Rurion war ja jetzt Landtagssache und auch nicht speziell. Ach so, natürlich der Verkehrskongress IHK NRW war auch am Montag. Verkehrskongress der IHK letzten Montag. Zum 10. Mal Bundesverkehrswegeplan habe ich fast vollständig besucht. Auch da war Stefan Fricke auch vor Ort und dort gut, habe ich vor allem mit Parlamentariern gesprochen, auch wenn natürlich von Herrn Brendel bis Herrn Wente tausende von Leuten da waren. Die Veranstaltungsörtlichkeit war überfüllt. ich habe auch die ersten Vorträge von Herrn Groschek und sowas da erstmal gestanden. Herr Fährlemann war da. Ja, Herr Groschek hat, um es ganz kurz zu fassen, zwar sich gegen PPP ausgesprochen, aber dann auch dafür, wenn es denn der Sache dient, so nach dem Motto, dann ist natürlich auch PPP in Ordnung. Und am Ende klang es eben doch so, dass er dafür ist. Wie eben schon Carsten kurz erwähnte. Das ist doch salomonisch. Nee. Nur wenn es sich wirklich effektiv rechnet. Und das tut es nicht, also wird es nicht durchgeführt. Ja, es hörte sich irgendwie so ein bisschen anders an. Herr Fährlemann hat nicht besonders viel Konstruktives irgendwie erzählt. Ich habe nachher noch die Diskussion mit Herrn Ott und Herrn Fussem auf dem Podium mitbekommen. Angeschaut und Herr Brendel hat allerdings dann auch dafür gesorgt, dass Herr Boy, Herr Rasche und ich auch etwas dazu sagen können, sodass es jeweils ein Statement auch von uns dazu auf dem Verkehrskongress gab. Bundesverkehrswegeplan war dann in der zweiten Hälfte eher nicht mehr so ganz groß das Thema. Ja, die letzte Podiumsdiskussion habe ich persönlich nicht mehr mitbekommen. Insgesamt aber, naja, was man mitnehmen muss, ich glaube auch der Verkehrskongress nächstes Jahr wird also wieder sozusagen auf unserer Terminliste stehen. Möchtest du noch was ergänzen, Winnie? Nein. Gut, dann ansonsten gab es, glaube ich, seit der letzten AK4 von mir aus nicht mehr viel, aber es gab noch, meine Mitarbeiter haben noch Veranstaltungen besucht, über die kann ich jetzt aber spontan auch nicht besonders viel erzählen. Gut,
Das Es liegen noch Veranstaltungen vor uns, ja. Wir müssen nur gucken, dass wir auch die ganzen Informationen immer gut zusammentragen. Ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir den nächsten AK4-Termin am 29. Juni 2015, der dann in erster Sommerferien gestunden hätte, nicht stattfinden lassen. Und deshalb sehen wir uns dann, da wir im Juli, denke ich, das auch ausfallen lassen, zumindest von meiner Seite aus, werden wir uns dann erst im August wiedersehen, hier zumindest im AK4. Es steht uns offen, uns thematisch zu den Themen zu treffen, was wir auch tun werden. Ich sage vorab, dass ich noch einladen werde zu einem Thema zu Landesluftverkehrskonzept und vor allem an wenigen Gerichten auch der Hinweis, das werden wir dann vor allem auch im Mumble machen, weil wir dann auch die Kommunalen ansprechen und dann treffen uns alle zusammen. Mit kleinen Terminen noch, wann wir das am besten machen können. Werden wir wahrscheinlich auch zweimal machen oder so, damit dann auch wirklich alle dabei sein können. Insofern, ich habe irgendwann, hat Stefan schon mal gesagt, wann er da ist und wann nicht, aber das können wir dann nochmal klären, damit Stefan okay, zumindest an einem teilnehmen kann. Die gesamte Zeit weg, er ist ab nächste Woche weg und kommt erst Mitte August wieder, ne? Ja, hat uns mal so erzählt. Er kommt zwar unterwegs wieder hierher, um die Wäsche zu machen. Vielleicht können wir genau in diesem Zeitpunkt einen Mumble-Termin legen. Gut. Wie war denn der Mumble-Termin am Donnerstag? Es geht um den Mikro. Ersten Mikro. Mikro. Es ging ja um den letzten, um den ersten Ferientermin. Ja, ja, genau. Und da habe ich dir ja gesagt, es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass er nicht da ist, aber wie gesagt, 40%. Eventuell könnte man natürlich an genau diesem Tag auch einen Mumble-Termin machen. Dann wäre eigentlich optimal. Dann könnte er vielleicht auch dann gut teilnehmen. Er ist nicht weg. Ja, dann, das könnte man vielleicht ins Auge fassen. Gut, der Mumble wäre dann aber themenspezifisch und wir würden nochmal berichten. Achso, Kurzinfo, die Mumble-Termine letzte Woche, ist ja besonders für die Fraktion wichtig. Der Themen-Mumble war nicht so gut besucht diesmal, natürlich außer kurz vor der Vorstandssitzung. Wir hatten eine sehr ausufernde Diskussion zum Thema Elektromobilität. Und ja, sagen wir es so, wer sich wirklich für das Thema interessiert, Stream, den ich mitgeschnitten habe, also die Aufzeichnung, ist dann auch durchaus hörenswert. Geht aber anderthalb Stunden, sogar etwas drüber. Und danach hätten wir noch stundenlang weiter diskutieren können, hatte ich das Gefühl. Es haben nicht so viele Leute an der Diskussion selbst teilgenommen, also vielfach auch hier fraktionsintern, aber ja, man sieht, dass an dem Thema viel dran ist, Elektromobilität, dass man da große Debatten führen kann, aber dass man auch durchaus ein bisschen Kompetenz auf dem Gebiet braucht und ein bisschen Input, Wissen braucht, damit man da vorankommt in dem Thema. Ja. Ich hätte jetzt nichts weiter. Habt ihr noch was? Sonst machen wir Ende und sagen wir, ich schicke jetzt noch nicht in die Sommerpause. Sagen wir eine schöne, intensive Woche mit Ausschüssen und eine schöne Plenarwoche nächste Woche. Bis denn.